Schöne Musik wäre schön. Wie wär's mit The Boogie Boogie Baby? Oh, da ist jemand reingelaufen. Boogie Woogie Baby, yeah, yeah, yeah. Boogie Woogie Baby. What the fuck is happening? Ich sehe nichts. Ich kann mich nicht bewegen. Was willst du von mir? Ich mach nichts. Ich chill. Hey. Oh, mir geht's euch so. Oh, mir geht's ganz gut. Ich habe jetzt Abitur geschrieben. Ich habe jetzt gearbeitet vor kurzem. Das war geil. Ich habe gearbeitet. Bester Job ever, muss ich euch ein bisschen erzählen. Weil ich habe eh nichts Besseres zu tun. Ich bin da hergekommen, ich habe zum Festival gearbeitet. Ich arbeite zum dritten Jahr jetzt auf einem Festival. Voll geiles Festival, grenzenlos Festival in Augsburg. Voll nice. Bestes Festival. Ich schaue lieber die Wand hier an, die ist sehr schön. Oh, ist das eine schöne Kerze. Und weg. Weg ist er. Der Schlurf-Typ. Ich wollte gerade anfangen, meine Geschichte zu erzählen. Ich habe da gearbeitet, es war sehr nice. Weg ist er. Okay. Never mind, ich hab dich nicht vermisst. Zum Schieden halte, bla bla bla. Ich kann das nicht schieben. Ich komm da auch nicht hoch. Kommt jetzt die Treppe. Achtung, das Brett und. Oh, funktioniert nicht. Hä, wie. Ich soll das schieben? Ich kann es nicht schieben. Doch, ich kann es schieben. Nur nicht nach vorwärts, nur links und rechts. Ah, okay. Cool, und jetzt? Was ist das hier? Hier im Regal ist nichts. Vielleicht hinter unter den Kisten irgendwo. Ich sehe halt nichts. Wie wär's mit dem Licht hier? Gibt's nicht. Ich will nicht so viel Öl verbrauchen. Egal, scheiß drauf, ich will. Wow, die ganze Kiste haut's ja weg. Holy Molies, jetzt bin ich doch so stark. Wisst ihr was? Aha! Dungeon Chest gefunden. Erfahrung 40 plus 40. Oh, nice. Mich juckt's in der Nase! Entschuldigung. Was ist da drin? Da sehe ich ein bisschen die. Was ist. Ich komm da nicht runter! Nice. Sonderbüchse. Williams Study Room Key, Zunderbüchse, einen Schädel habe ich auch gefunden, ein paar Bücher zumachen. Sehr schön. Ausrüstung gefunden, eine Rüstung plus 30. Widerstand auf alles Horrormäßige plus 85.000 Liegestützen, mindestens. Okay, nice. Jetzt haben wir den Key. Jetzt geht's ratzfatz. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Ich glaube, ich bin heute gut drauf. Hä? Zack, Williams Study Room. Hey, Rätsel. Reales hin. Ich habe an einem Tor gearbeitet, das war best. Und ich habe, was ist denn hier für ein Raum? Erstmal ist der Raum hell, freut mich. Helle Räume sind toll. Bestimmt muss ich hier reinrennen, weil der Schrank schon so da dran steht. So. Das ist mein Studierraum, wieso ist hier so viel, wieso sind so viele Stühle? Bin ich Lehrer? Ach, ich bin Lehrer. Und die chillen dann alle hier und ich stelle mich hier oben hin und erzähle was. Was erzähle ich denn so? Ah, ich erzähle von Plänen. Ich habe den Plan. Ich erzähle von Plänen. Okay, so groß kann der Raum nicht sein. So groß ist der Raum nicht. Irgendwas muss ich hier wohl finden. Können wieder irgendwas rumschieben und rumschmeißen. Aha. Was bist du denn, ha? Bist du ein Trank? Komm her. Dankeschön. Vernunfttrank. Nice. Zwei Zunderbüchsen. Und eine sehr mysteriöse, große, geile Platte. Bronzezeit. Maya. Wahrscheinlich. Und der Napkin hat sie da. Hä? Was? Das war eine Kiste. Ich lang bloß eine Kiste an. Ist die Kiste. Was ist das? Die Musik behindert. Bist du da drin? William? Bist du in der Kiste? Hallo? William? Ich schieb den ganzen Teppich mit. Oh.
In meinem Studierzimmer. Alter, ich hab. Jetzt krieg ich wieder Gänsehaut. In meinem Studierzimmer sind die also alle. Ja, Teppich, warum bist du so steif? Kann ich mal ein bisschen weiter weg? Danke. Ach. Holy shit, hab ich irgendwas übersehen? Holy shit, was hab ich gerade? Hallo? Ich muss doch wissen, ob unter meinem Studierzimmer irgendwie sowas wie eine geheime Geheimtür wäre. Schön, dass du mir das sagst. Fick dich! Ich bin so für den Arsch, Mann! Was ist das? 3:20. Warum gucke ich mich jemand in meinem Raum um? Ich hab. Seht ihr das? Das ist Gänsehaut. Das ist so. Was ist das? Das ist wie Igelhaut. Wenn jetzt jemand kommt und will mich schlagen, dann mache ich. Dann knallt der, dann prallt der an meinen stacheligen Haaren ab. Mache ich. Papapapam! Weil ich so. Oh, ich bin für den Arsch. Es ist 3 Uhr morgens. Ich spiele übrigens mit Licht hinten, das habe ich letztes Mal nicht gemacht. Das ist ein bisschen heller jetzt. Hinter meinem Bildschirm. Weil so ist die. Hey, du Tür jetzt! Träum mich nicht mehr so. Ah, oh, bleib offen. Hinter meinem Bildschirm. Shit. Hinter meinem Bildschirm ist nämlich Licht. Nee. Das ist halt so. Wow, geil. Ich habe dich gefunden, Trank. Du warst sehr gut versteckt. Doch nicht gut genug für mich. Alter, ich bin wieder. Jetzt drehe ich wieder voll im Rad. Ich brauche keinen Vernunfttrank. Kann ich auf das Rote treten in dem Spiel? Im Originalspiel konnte ich nicht. Chill jetzt mal. Chill. Vernunfttrank genommen. Im letzten Spiel konnte ich nicht auf das rote Zeug treten. Kein Öl mehr. Ich habe immer noch eine Brechstange. Und da ist ein Brot, ein schimmliges. Was ist da alles? Hä? Da hat er unnützes Zeug, okay. Sonderbüchse, nice. Brechstange. Das Einzige, was ich benutzen kann von dem ganzen Zeug, ist halt die Brechstange. Okay, ich habe nur eine Brechstange dabei. Überleg. Schau nochmal alles an. Warum ist da Blut? Das sind so ewige Schubladen. Schau mal, wie lang die sind. Das sind der. Aber du hast recht. Ihr habt recht. Manchmal kommt es eben doch auf die Länge an. Diese Witze immer nebenbei. So, Brechstange. Normal Brechstange. Aber ich kann hier drauf rumtreten. Mit dem komischen roten Suppezeug. Das freut mich. Okay, irgendwas habe ich wohl übersehen. Mich juckt immer noch an der Nase. Ich glaube, ich muss Nase putzen. Ich glaube, ich tue mal kurz Nase putzen. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich tue mal kurz Nase putzen. Ich bin gleich wieder da. Mit geputzter Nase ist er wieder bereit, der Napkin, für ein paar Minuten Amnesia. Viel mehr ist hier auch nicht drin, weil ich bin so im Arsch. Popo. Im Popo bin ich. Ich bin jetzt gewohnt, dass hier so ultra viel Zeug rumliegt. Da ist irgendwas unten drunter, anscheinend nicht. Was ich auch noch habe, ist kein Öl. Ich habe kein Öl. Irgendwas? Das hier? Okay, es ist einfach nur. Hier gibt es halt einfach keine Lampe, die ich anzünden kann. Wie soll ich sowas sehen? Ich sehe doch nichts. Oh, ich sehe was. Es wird langsam heller. Ah ja, ich kann mich an die Dunkelheit gewöhnen. Da war was richtig. Hier, du komisches Maya-Ding. Wach mal auf oder so. Na? Ich weiß auch nicht, was ich damit machen kann. Hier sind nur Mehlsäcke. Wahrscheinlich, die sind übrig geblieben vom letzten Hochwasser. Was ist das hier? Was ist das? Das ist das einzig Sonderbare hier, was hier rumsteht. So eine komische Tafel. Da ist aber auch nichts Erkennbares drauf, was man irgendwie nutzen könnte.
Okay, dann schauen wir uns mal hier rein. Was ist hier so los? Wir sind es ja gewohnt, irgendwas hinter irgendwas zu finden. Okay, hier ist es. Der Eimer, den brauchen wir nicht. Aber wenn jetzt ein Monster kommt, dann braucht er erstmal eine Zeit lang, bis er über den ganzen Müll hier drüber hinweg ist. Da liegt was. Ein Schlüssel, ungefähr ein riesiger Schlüssel. Okay, geil. Ich muss also da durchkommen, durch das rote Zeug. Ich kann das entweder anzünden oder durchschlagen, oder was? Was ist das hier? Das ist eine Fackel. Eine abgebrochene Fackel, die war hier an der Wand. Okay. Dann haben wir hier Messer. Kettensägen. Können Sie mal versuchen, Kettensägen drauf zu werfen. Okay. Sonst, was haben wir noch hier? Weinflaschen, viele. Viele Weinflaschen. Und hier oben kann ich... könnte ich raus, wenn ich die Kisten stapel. Richtig, okay. Ich brauche aber... Ich glaube nicht, dass ich hier raus muss. Bevor ich das hier nicht durchbrochen habe. Okay, wir nehmen jetzt mal irgendwas und schmeißen es drauf. Da ist ein Zahnding. Oh, besser. Bester Mann, bester Wurf. Zack. Wow, okay, das bringt gar nichts. Komme ich da irgendwie durch? Nein. Sie sahen Napkins Let's Play. Hören Sie nun Bekenntnis von Robert Gernhardt. Ich leide an Versagensangst, besonders wenn ich dichte. Die Angst, die machte mir bereits manch schönen Reim zu Schanden. Dankeschön.